Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Die Regierung legt den größten Verteidigungshaushalt in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland vor. Gut 50 Milliarden Euro, neunmal so viel wie der ukrainische Verteidigungshaushalt vor Ausbruch des Krieges. Und wie jedes Jahr müssen wir uns fragen, was bekommt Deutschland für dieses Geld? Wie abwehrbereit ist unsere Bundeswehr? Wie kriegstauglich ist unsere Bundeswehr? Zum größten Verteidigungshaushalt seit Gründung der Bundesrepublik kommt noch die größte Zusatzgeldspritze in der Geschichte der Republik hinzu, 100 Milliarden Euro Sondervermögen für die Streitkräfte. Ja, Frau Ministerin, das Geld wird gebraucht. Gleichzeitig zeigt diese enorme Summe, wie sehr die Bundesregierungen der letzten zwei Jahrzehnte unsere Streitkräfte kaputt gespart haben. Jetzt könnte man sagen, Schwamm drüber. Die Ampelkoalition packt es an. Und tatsächlich hätte man am 27. Februar dieses Jahres den Eindruck gewinnen können, dass die Bundesregierung versteht, was jetzt zu tun ist. Bundeskanzler Scholz verkündete eine Zeitenwende. Zeitenwende für die Bundeswehr. Doch für eine gute Verteidigungspolitik braucht man nicht nur Geld, sondern vor allem fähiges Personal, das die politischen Rahmenbedingungen setzt, um dieses Geld auch klug investieren zu können. Und bei allem Respekt, ein solches Personal sehe ich in der Regierungsbank nicht. Frau Ministerin Lambrecht, Herr Bundeskanzler, der Verteidigungshaushalt, den Sie hier vorlegen, ist ein Dokument des Versagens. Die enorme Summe von 50 Milliarden geht nur noch zu 19% in Beschaffung und Innovation. Der Rest geht in den laufenden Betrieb, in Lohnanpassungen, Versorgungsleistungen, Materialerhalt, in den Betrieb von Kasernen, in Betreiberverträge und in die Inflation. Letzteres schlägt auch im Bereich der Verteidigung mit voller Wucht zu. Die 100 Milliarden Sondervermögen sind Ende nächsten Jahres nur noch 90 Milliarden Euro wert. In 5 Jahren nur noch 62 Milliarden Euro. Das ist das Ergebnis Ihrer Politik. Meine Damen und Herren, Frau Lambrecht hat gerade ausgeführt, dass die Regierung viele Rüstungsprojekte in den Sonderetat geschoben hat. Darauf wäre ich an Ihrer Stelle aber nicht stolz, denn damit legen Sie zwei Dinge offen. Erstens, trotz der Herausnahme vieler Investitionen über 2,3 Milliarden aus dem regulären Etat steigen die Gesamtausgaben. Das heißt, noch mehr Geld für den laufenden Betrieb einer nicht einsatzbereiten Armee. Und zweitens, die aus dem Sondervermögen, die Investitionen aus dem Sondervermögen sind die Kostensteigerungen der zukünftigen Betriebskosten. Denn jedes Gerät, was Sie jetzt über das Sondervermögen beschaffen, steigert den ohnehin großen Anteil für den Betrieb zusätzlich. Was die Bundesregierung hier vorlegt, ist eine tickende Zeitbombe für die Bundeshaushalte der nächsten Jahre. Herr Bundeskanzler, Ihre Zeitenwende ist keine Zeitenwende. Sie machen genauso weiter wie auch schon als Kabinettsmitglied unter Merkel. Sie haben die Kraft nicht, fähiges Personal einzusetzen und einen strukturellen Befreiungsschlag zu wagen. Stattdessen blenden Sie die Öffentlichkeit mit riesigen Summen Schuldengeld, verfehlen aber die notwendigen Investitionen in den Aufbau der Bundeswehr. Deutschland wird so nicht sicherer und auch nicht unabhängiger. Meine Damen und Herren, dieser Verteidigungshaushalt ist im Grunde ein Verwaltungshaushalt. Nur 19% gehen in Kampfkraft und Weiterentwicklung.
Und Frau Lambrecht sagte im Ausschuss, beschafft wird, was die Soldaten brauchen und nicht, was die Industrie verkaufen will. Das Gegenteil aber geschieht. Sie bestellen unter anderem weitere Korvetten K-130, die sogenannte KAS-Klasse, die auf einen Deal ihres verblichenen SPD-Genossen zurückgeht. Aber diese Korvetten sind in der Landes- und Bündnisverteidigung völlig unbrauchbar. Und das ist nur ein Beispiel. Das BMVG ist offenbar nicht fähig, sich der neuen Lage anzupassen. Sie kaufen weiter für ihre gescheiterte Interventionspolitik ein, obwohl sich die Sicherheitslage in Europa seit 2014 drastisch verändert hat. Landes- und Bündnisverteidigung ist angesagt. Schwenken Sie um. Dieser Verteidigungshaushalt ist dafür nicht geeignet. Er ist nur eines: teuer. Als Partei der Bundeswehr und der äußeren Sicherheit müssen wir ihn ablehnen. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.